unterwegs auf der Runde um die Hohensieburg. Entlang des Ruhrtalradweges und über dem schönen Ruhrtal Richtung Burgruine Hohensieburg. Voreinander ist unterwegs. Glück auf, Ahoi, Schalömchen und Moin. So viel Zeit muss sein. Was denn hier entdeckt? Die Naturbühne Hohensieburg e.V. Ja, was wohl hier stattfindet? Momentan wohl nichts, glaube ich. Aber das sieht ja schön aus. So, bis hierhin geht's nicht weiter. Herzlich willkommen zum Hohensieburger Theatersommer und viel Vergnügen wird gewünscht. Ja, ist jetzt natürlich leider verboten zu betreten, aber das, was ich hier vom Weiten sehen kann, das macht Lust auf mehr. Ich bin neugierig, also wieder mal spontan einen schönen Ort entdeckt. Ja, und wer mehr dazu sagen kann, der schreibt mir doch einfach. Bisher habe ich gar nicht gewusst, dass es hier eine Freilichtbühne gibt. Das weckt natürlich Erinnerungen. Ach, an Elspe oder auch an Ratingen Blauer See. Ah, ja, das war schön. Also gucke ich mir auch immer wieder gerne. So, wir befinden uns hier auf dem Ruhrhöhenweg. Sauerländischer Gebirgsverein hat es ausgezeichnet. Westfalenwanderweg. Ja, und wenn man hier so guckt, dann weiß man schon warum. Abgesehen davon geht das hier echt irre bergauf. Aber wo Freude ist, da ist auch Leid. Treppen, die laufe ich also gerne. Ah. Also ich will ja nichts sagen, mittelschwer ist anders für mich. Boah. So, wir haben es geschafft. Oben. Boah, nee. Und natürlich ist hier auch wieder, wie soll es anders sein? Der Jakobsweg. Boah, was ist das denn hier? Fußball. Kannst dich ausruhen. Komme ich dann aber leider nicht mehr hoch. Naja, ich gebe ja zu, die ganze Mühe lohnt sich ja auch am Ende irgendwie.
Wow, das ist wahrlich ein Hingucker wert. So, das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend, wenn man die Hohensieburg vom Weiten immer nur gesehen hat, vielleicht sogar vom Rothalradweg aus, aber es lohnt sich definitiv auch mal, hier hoch zu kraxeln. Also der Aufstieg, ja, der war für mich zumindest echt anstrengend, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist wirklich ein traumhafter Weitblick hier. Und ja, das Denkmal ist echt wirklich, wirklich beeindruckend. Ne? Wenn gleich aus einer völlig anderen Zeit, aber nicht weniger imposant. So, und schon geht es auch wieder auf verschlungenen Pfaden Richtung Wanderparkplatz. Und wenn man hier mal runter guckt, ist das ganz schön steil, Absturzgefahr. Wird auch darauf hingewiesen, also kein Scheiß machen. Immer schön aufpassen, wo man hintritt, ne? Stolper- und Sturzgefahr. Oh, hier kann man mal die Felswand sehen. Wahnsinn. Wow, das ist ein echt toller Trail hier. Also Trittsicherheit. Festes Schuhwerk, Kanische an. Und da macht auch noch richtig Spaß hier. Ja, und jetzt muss man auch noch dazu sagen, dass wir immer noch im tiefsten Ruhrpott sind. Ne? Und was haben wir? Berge haben wir auch. So, hier muss man mal wirklich innehalten, denn wieder was entdeckt. Schulmeistersteinbruch. Wieder was dazugelernt. Wir stehen hier vor dem Steinbruch, der später den Sieburger Schulmeistern zur Aufbesserung ihres schmalen Gehalts überlassen gewesen ist. Ha, hochinteressant. Immer schön aufpassen. Geht hier richtig anspruchsvoll weiter. Mittelschwer. Mittelschwer, natürlich. Aber macht echt Laune. So, man kann es vielleicht nicht sehen, aber da ist ein kleiner Salamander. Mehrere, die wir hier heute schon gesehen haben, fühlen sich hier anscheinend pudelwohl.
kann man auch verstehen. Das ist aber zum Wohlfühlen hier. Also man kann natürlich diesen Rundweg auch im Uhrzeigersinn laufen, aber ich glaube, das macht schlichtweg Sinn, den entgegen des Uhrzeigersinns wie beschrieben zu gehen. Es sei denn, man möchte einen direkten Anstieg haben. Sag mal so, jeder so wie er mag. Ne? Der eine möchte lieber runterlaufen, der nächste hoch, fühlt sich da wohl. Also ich finde es hier gerade sehr toll. Diesen kleinen Trail hier doch wieder erholt hinabzusteigen. Knieschmerzen. Also hier sieht man auch sehr, sehr schön, wie sich der Weg zickzack hier hinaufschlängelt. Also wer das will, kann das direkt auch am Anfang haben. Ich muss mich erstmal ein bisschen warm laufen. Das war auch völlig okay so. So, und da sind wir bereits schon wieder. Am Ende unseres Rundweges. An der Hohen Sieburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Und ja, ihr habt vielleicht dann auch beim nächsten Mal Lust, das Ganze hier nachzulaufen. Wenn es euch gefallen hat, sagt man so, ne? Daumen hoch und lasst ein Abo da. Macht, was ihr wollt. Habt Spaß, bleibt gesund. Bis dahin, euer Schwulmi von Potteinander.